Stell dir vor, du sitzt morgens mit deiner Zeitung am Frühstückstisch, schaust auf die Uhr und dir fällt auf, dass du bereits eine Stunde da saßt und gelesen hast. Natürlich nicht. Zeitung zu lesen ist für viele von uns anstrengend geworden. Es wird nicht genug Dopamin ausgeschüttet. Stattdessen kriegen wir viel schneller einen Dopaminkick, wenn wir durch Instagram oder TikTok scrollen. Wenn der Neurotransmitter Dopamin im Gehirn ausgeschüttet wird, sendet das dem Hirn die Botschaft: Hey, das war mega, mach das nochmal. Alles, was uns einen Dopaminkick verspricht, wiederholen wir. Ausgelöst wird das durch bestimmte Stimuli. Besonders im Internet sind das neue, oft visuell ansprechende Stimuli, die wir immer wieder suchen. Und so zücken wir impulsiv unser Smartphone, zocken oder schauen Pornos. Alles für den nächsten Kick. Wenn wir diesen Drang verspüren, spricht man im Zusammenhang mit Sucht und Abhängigkeit von Craving. Und dieses Craving zu kreieren, das können Konzerne nur allzu gut. In meinem 7-Tage-Dopamin-Detox-Selbstexperiment werde ich versuchen, dieses Verhalten zu reduzieren und auch mein Craving nach Dopamin zu mindern. Und ich glaube, viele von euch da draußen haben sich vielleicht schon mal die Frage gestellt, wie wäre denn das eigentlich, wenn man das wirklich mal angeht? Und ich hoffe, dass ich auch mit diesem Video vielleicht den einen oder anderen dazu motivieren kann, es mal auszuprobieren. So, auf folgende Stimuli werde ich während meines Experiments verzichten. Kein Social Media. Kein Netflix. Kein YouTube. Kein Alkohol oder Drogen. Kein Fastfood. Keine pushenden Getränke. Keine Pornos. Keine Musik. Was mache ich denn eigentlich mit meiner Zeit? Normalerweise stehe ich morgens auf und checke direkt, ob ich neue Benachrichtigungen auf Social Media habe. Diesen Morgen war ich dazu gezwungen, mit mir selbst zu sein. Auf dem Weg zum Büro höre ich sonst morgens immer Musik oder einen Podcast. Heute nicht. Aktuell arbeite ich noch ein paar Stunden die Woche in einem Berliner Startup und berate Menschen bezüglich der Verkehrswende. Hier genehmige ich mir oft noch einen schnellen Snack oder einen zweiten Kaffee zwischendurch. Ab heute nicht mehr. Nach dem Feierabend bin ich oft platt und lasse mich nur noch auf die Couch fallen. Ich habe dann richtig Bock auf einen Film oder eine spannende Serie. Die Realität sieht dann oft anders aus. Ich wollte schon lange einmal wieder lesen. In einem kleinen Buchladen in Leipzig strahlte mich neulich das Buch Allein von Daniel Schreiber an und bat mich darum, es mitzunehmen. Heute konnte ich auch dafür Zeit finden. Am zweiten Tag startete ich wieder mit einem Eintrag in mein Notizbuch, ganz im Stil des Journaling. Meine Gedanken einmal aufzuschreiben und so aus dem Kopf auf ein Stück Papier zu bringen, hilft mir immer enorm dabei, sich nicht gedanklich im Kreis zu drehen. Obwohl ich mich danach fast immer besser fühle, mache ich es nur sehr unregelmäßig. Ein Thema, was mich aktuell sehr umtreibt, ist das Thema Sport. Und zwar weiß ich, dass es sehr wichtig ist,
Aber zwischen dem Wissen und der Umsetzung, da liegen ja immer Welten. Und aktuell ist es so, dass ich 2 bis 3 Mal die Woche Yoga mache. Aber ich merke, dass das noch nicht genug Auslastung für mich ist und dass ich weiß, da geht eigentlich noch mehr. Und jetzt frage ich mich gerade, in welche Richtung ich mich orientieren soll. Also wenn ihr da Ideen habt, vielleicht auch mal einen Sport ausprobieren, gerne mal unten in die Kommentare. Diese Woche habe ich zum Beispiel war ich zweimal bouldern. Und nächste Woche möchte ich auch schwimmen gehen. Und ich weiß, das sind so Sportarten, da fühlt man wirklich den Körper. Das Witzige hier übrigens ist, auch hier wird der Dopamin frei. Und auch gerade, damit wir dranbleiben, dass wir unsere Ausdauer stärken und so weiter, dafür wird bei uns auch Dopamin freigesetzt im Gehirn. Da ist das natürlich eine super sinnvolle Sache, weil erst wenn das passiert, dann bleibe ich auch wirklich dran. Und habe auch am Ende nach dem Workout so dieses Gefühl, oh, jetzt habe ich wirklich was gemacht. Ihr kennt das, wenn der Körper so schlapp ist, aber das so ein angenehmes Kaputt irgendwie ist. Oder das Runner's High. Also wenn man läuft und irgendwann merkt man die Beine gar nicht mehr so. Zum Anfang schmerzen sie noch so und irgendwann spürt man sie gar nicht mehr und man fliegt einfach nur über den Boden. Das hat man unter anderem auch Dopamin zu verdanken. Am Wochenende machten meine Freundin und ich uns auf in den Harz. Die Berge und die Natur riefen. Für uns war es wahrscheinlich der letzte Schnee bis zum kommenden Winter. Überall, wo wir wanderten, tropfte und taute es. Das Wasser sprudelte und schoss die Wege hinab. Der Wald bereitet sich auf den Frühling vor und wird schon bald wieder neu zum Leben erwachen. Wenn die Tage lang genug werden und die Sonne wieder hoch genug steht, wird alles neu erblühen. Der Trip in den Harz erinnerte mich wieder daran, wie wertvoll es ist, rauszukommen. Wie sehr man in seinen gewohnten 4 Wänden und im Alltag, aber auch in einen Scheuklappenmodus rutschen kann. Dabei ist die Energie die ganze Zeit in uns. Wir müssen ihr nur den Weg in die Welt zeigen. Diese Energie in uns so oft zu aktivieren, wie es geht, daran erinnert mich das Zitat von Jack London. Lieber will ich ein prächtiger Meteor sein, in dem jedes Atom herrlich glüht, als ein langlebiger, verschlafener Planet. Die wahre Aufgabe eines Menschen ist es, zu leben, nicht nur zu existieren. Ich habe während der Wanderung mal über Dopamin nachgedacht. Und ich glaube, das Problem mit Dopamin ist gar nicht Dopamin an sich, sondern es sind vor allem diese ganzen vielen Dinge, die uns sofort einen Dopamin-Kick versprechen, ohne dass wir dafür viel tun müssen. Und ich glaube, darin liegt vor allem der Unterschied, also dieses Tun müssen. Wenn wir zum Beispiel uns andere Dinge im Leben anschauen, die uns ja auch wichtig sind, dann gelingt uns das immer schlechter, weil wir gar nicht mehr die Geduld haben, weil wir schon erwarten, diese Instant Gratification, diese direkte Belohnung zu erhalten, wenn wir Dinge machen. Und dann wird es immer schwieriger, solche Sachen wie langfristige Ziele zu erreichen, vielleicht auch am Sport dran zu bleiben oder Erfolg im Job. All das sind so Dinge, die brauchen Zeit, das sind langsame Prozesse und ich glaube, das wird uns immer schwieriger gelingen, wenn wir zu viel von diesen Instant-Dopamin-Kicks haben. Für mich eigentlich einer der größten Schlüssel darin, dass wir lernen, geduldiger zu werden. Dass wir es wieder erlernen. Das heißt, umgekehrt liegt für mich einer der größten Schlüssel tatsächlich darin, einfach geduldiger zu werden. Dass nicht alles von jetzt auf gleich passiert. Von heute auf morgen, sondern dass Dinge manchmal auch einfach Zeit brauchen. Und dass es trotzdem sich belohnend und befriedigend anfühlen kann, wenn man sich aufmacht. Hirnforscher sind sich einig, dass es kaum möglich ist, vollständig auf Dopamin zu verzichten. Unser Gehirn funktioniert nur mit Dopamin. Dopamin hilft uns dabei, uns für Aktivitäten zu belohnen. Psychologie-Professor Cameron Sipa von der kalifornischen UCSF School of Medicine betont, dass es im Dopaminfasten nicht darum geht, jegliches Dopamin aus dem Körper zu verbannen. Selbst das Abhaken von To-Dos oder ein Spaziergang kann Dopamin ausschütten. Es geht vor allem darum, dieses impulsive Verhalten zu reduzieren. Und darum ging es auch in meinem Experiment. Ich habe das Gefühl, das ist mir auch ganz gut gelungen. Tatsächlich hat es sich die ersten Tage noch ein bisschen komisch angefühlt. Und die letzten Tage, die waren schon ganz anders.
Und ich glaube, dass das Gefühl, was mich da am meisten beeindruckt hat, vor allem das ist der völligen Hingabe. Also wenn ich eine Sache gemacht habe, dann habe ich sie jetzt auch viel mehr gemacht, viel intensiver. Und wenn ich etwas gelassen habe, dann habe ich es auch wirklich sein lassen. Wie eine Katze, die einfach am Jagen ist, dann macht sie das auch mit voller Hingabe. Und wenn sie chillt, dann chillt die einfach. Und ich glaube, so war es auch bei mir, dass wenn ich gearbeitet habe, dann war ich viel mehr in der Arbeit, habe mich wirklich darauf fokussiert. Und wenn ich dann durch die Natur gegangen bin, dann habe ich mich auch wirklich in der Natur einfach befunden. Und ich war einfach da und konnte das auch viel mehr wahrnehmen. Ich konnte meine Umgebung besser wahrnehmen und hatte das Gefühl, dass ich insgesamt einfach mehr präsent war. Und das war schon eine sehr, sehr spannende Erfahrung, muss ich sagen. Kann ich nur jedem empfehlen. Zudem merke ich bereits nach diesen paar Tagen, wie sehr ich mich jetzt auf Musik freue. Los geht's!